Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Paper Mario Color Splash für die Wii U und im letzten Part sind wir in den Vulkan Sienna zurückgegangen und haben Dragadon überredet, uns zu helfen. Und wir sind hier bei diesem Sniffet angekommen. Oh nein, was hast du nur mit meinen extra angeheizten Feuerbrüdern angestellt? Wenn das so weitergeht, haben wir wohl keine Chance gegen Mario. Trainer, Trainer, wechsel mich ein! Du hast deine Schulter nicht ordentlich aufgewärmt, du Eispickel. Na los, Trainer, ich will auch mal ran! Okay. Was soll das denn sein, bitteschön? Du wirfst ja schlechter als ein Feuerbruder. Das war's mit meiner Mannschaft. Jetzt geht die Talentsuche weiter von vorne los. Tja. Schade, wa? Wann begreifen Bowser endlich, dass er es bei Schergen auch auf einen guten Wurfarm ankommt? Tja. Shit happens. Ein großer Sprung mal zwei ist, naja. Ist okay. Ist das hier unsere schöne Röhre? Oh ja, oh ja, oh ja. Wir kennen sie. Gut, dann haben wir auf jeden Fall jetzt diesen Shortcut hier fertig. Das ist praktisch. Da oben hängt ein roter Rettertoad. Und da hinten ist eine Flasche. Ah! Wartet mal! Hier kann man was ausschneiden. Soweit habe ich da, ich habe ja im letzten Part gesagt, ich hatte da schon mal was von Domtendo gesehen. Soweit habe ich es tatsächlich nicht gesehen. Das ist jetzt alles hier random. Ich habe zwar auch einen Guide, den ich hier irgendwie ein paar Meter weiter, nein, auf meinem anderen Bildschirm offen habe, aber da gucke ich ja nicht die ganze Zeit rein. Da habe ich jetzt nach dem Reingehen in Vulkan Sienna überhaupt nicht reingeguckt. So, machen wir mal die Flasche auf. Wir hatten hier noch so einen Flaschenöffner, da habe ich mich gerade dran erinnert. Und zack! So dürften wir hier Lava drin haben. Sehr schön. Dürfen wir jetzt angeln? Nee, dürfen wir nicht. Dürfen wir nicht, müssen wir erst rüberführen. Aber das ist cool. So kommen wir auf jeden Fall jetzt umgehend an einen Farbstern. Ich weiß nicht, ob ich mir die ganzen Münzen grabbe, aber den roten Rettertoad sollten wir uns auf jeden Fall grabben. Ah, sehr schön. Hätten wir im letzten Part auch noch fast machen können, ne? Naja, gut. So, mal kurz gucken. Ja, nee, das sind nur Münzen. Vielleicht, naja, ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es irgendeinen Bonus, wenn man alle hat. Vielleicht sollten wir es doch machen. Manchmal gibt es sowas ja. So. Dann gibt es hier nochmal Münzen. Da einen roten Rettertod. Boah. Hilfe, kann mir denn jemand helfen? Okay, roter Rettertod. Was? Mario, du reitest auf Dragadon? Das wird mir alles zu viel hier. Zuerst bin ich in den Vulkan gefallen, dann dachte ich, Dragadon hätte mich gefressen. Naja, gefressen werde ich offensichtlich nicht, sonst würde ich wohl nicht hier stehen. Auf jeden Fall könnte ich eine kleine Auszeit gebrauchen. Wärst du so freundlich, mich hier rauszubringen? Klar. Wo willst du denn hin? Wahrscheinlich hier raus, ne? Rupp. So. Nochmal Münzen. Und da hinten sind auch noch Münzen. Dann haben wir immer noch nicht alle, weil da vorne sind nochmal welche. Ach so, wir kriegen das sogar per Schatten angezeigt. Gut, das hatte ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wobei die Schatten sind da auch nicht ganz so akkurat. Wir gehen mal hier an Land, ne? Das sollte ja reichen. Hey, lass mich nicht zurück. Bestimmt kommt gleich der nächste Dragadon und frisst mich richtig. Ach. Du bist eine Pussy. Mal ganz davon abgesehen. Was für ein Tag. Fast vom Dragadon verspeist und dann auf ihm nach Haus gereist. Und ich habe Mario getroffen. Davon werde ich noch meinen Enkeln erzählen. Roter Rettertod Nummer 43 bereits im Einsatz. Und jetzt ab zum Hauptquartier in Port Prisma auf unseren Anführer warten. Das, mein Freund, hättest du auch da hinten bei dem roten Farbstern haben können. Zumal du da vorne gleich eh nicht weiterkommst. Das ist nämlich auch Dead End. Naja. Was für ein wilder Ritt. Und der kleine Farbstern ist auch in Henkelreichweite. Den Lava-Bürger hat sich das Kerlchen hier wirklich verdient. Wärst du so freundlich, Mario? Naja.
Komm schon, da. Nimm das. Dragadon, danke für deine Hilfe und genieß diesen Burger. Der ist lecker, stimmt's? Tschüssi. Müssen wir uns halt einen neuen kaufen. Immer brav sein zu seinen Hunden. Ich glaube, wir müssen nämlich hier nochmal rein. Denn hier gibt es noch einen zweiten roten, dicken Farbstern. Oder ob der rot ist, weiß ich nicht. Aber einen zweiten Farbstern auf jeden Fall. So, wo führt uns denn der erste hin? Der erste führt uns geradewegs nach Norden. Was haben wir da? Ah. Okay. Den Sienna-Krater. Okay. Jetzt natürlich die Frage, brauchen wir den zweiten Farbstern? Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass wir gerade einen Brief bekommen haben, der in Port Prisma für uns angekommen ist, der mich schon interessiert. Also gehen wir mal kurz nach Port Prisma. Müssen wir Karten auffüllen? Ich weiß nicht so genau. Ich weiß auch nicht, ob ich das will. Naja, gut, ich meine, es ist halt direkt neben dem Postladen. Von daher, so schlimm wird es nicht sein. Naja. Okay. Gucken wir erstmal nach unserer Post. Hallo Mario, du kommst gerade recht. Du hast Post. Hallo Mario, hier schreibt der Vorarbeiter des Toad-Depots. Nach der Reparatur des Zuges hatte ich in den Ruhestand gehen wollen. Daher schien es mir passend, dass es auch seine letzte Fahrt war. Tja, aber jetzt haben wir den Abendrot-Express so gut repariert, dass die Chefs beschlossen haben, ihn weiterfahren zu lassen. Und da dachte ich mir, vielleicht ist jetzt noch nicht die Zeit für den Ruhestand. Wir gehören beide noch nicht zum alten Eisen. Genauso wie du, Mario. Also gib niemals auf. Nicht vergessen, alte Briefe, bla bla. Ja, okay. Ja, okay. Alter Mann, doch noch nicht alt genug. Ist okay, nehmen wir mal hin. Soll jeder so machen, wie er meint. Und ich würde sagen, wir kaufen jetzt doch noch ein paar Gärtchen, weil halt. So, wir wollen was kaufen. Und zwar möchte ich ein bisschen doppelte Sprünge kaufen. Die tun nicht weh. Und genauso können wir doppelte Hammer kaufen. Nur in klein. Schade. Ja, wir haben nicht so viel Geld. Dementsprechend... Oh. Uiuiui. Ja, die sind teuer. K.O.-Hammer. Ich kaufe mal ein bisschen farblos ein. Weil Farbe haben wir eigentlich ganz gut. So, und Metallschuhe. Auch ganz wichtig. Ganz witzig. Klar. Klar. Uti, erzähl keinen Scheiß. So. Wir gehen zurück zur Weltkarte und ja, wir haben noch so ein paar Wege, die wir gehen. Oh, nee. Gut, wir müssen jetzt erstmal die Ganoven-Guy kriegen. Ja. Bereit. Ich gehe voll den Umweg. Ich gehe voll den Umweg. Nein! Was ist denn das für eine Nummer hier? Warum läufst du so ewig? Was passiert eigentlich, wenn wir den nicht... Aua. Den nicht kriegen würden. Können wir auch einfach passen? Also fliehen sollten wir vielleicht nicht. Ich drehe jetzt einfach mal für 10 Dinger das Kartenrad. So. Und wir kriegen einen normalen Sprung. Ach so. Einsetzen müssen wir irgendwas. Ist ja blöd. Weil treffen können wir nicht. Wir fliegen eh auf die Schnauze. Ah, gut. Er fliegt auch aufs Maul. Gut, wir haben Hammer. Erstmal einen normalen Hammer und dann vielleicht noch einen normalen Sprung. So. Jetzt so langsam? Dafür, dass wir zwischenzeitlich echt maximal Kohle hatten. Oh. Okay, der kriegt nicht mehr Leben übers Spiel. Dafür, dass wir zwischendurch maximal viel Kohle hatten, sind wir jetzt schon echt ganz schön blank. Aber gut, ich habe gerade eben auch ganz viele Karten für 300 gekauft. So.
Es gibt hier noch einen weiteren Farbstern und es gibt definitiv noch zwei Wege, die wir gegangen sind, die wir jetzt gerade gar nicht gehen können. Oh. Wir müssen noch mal kurz zum Kobalt-Kai. Es hat mich alles irritiert mit diesem blöden Ganoven-Guy. Komm, Spiel. Wir müssen zum Kobalt-Kai noch so einen Burger kaufen. Hätte ich den mal nicht abgegeben. Ganz ehrlich. So, aber wahrscheinlich hätte uns Dragadon gefressen, wenn wir das nicht gemacht hätten, ne? Wahrscheinlich. So wie ich Dragadon kenne. Ich hab's, glaube ich, vorher schon mal erzählt. Dragadon, der Name, der erinnert mich an irgendwas. An irgendein Fabelwesen oder so. Keine Ahnung. Wir sind total falsch. Hier ist das Holunder-Atoll. Da wollten wir gar nicht hin. Wir wollten zum Kobalt-Kai. Schnick, schnack, schnuck. Hier ist das Hotel. Och, ich bin doch jetzt total falsch, oder? Haben wir hier vielleicht das Kobalt-Kai? Kobalt-Bunker. Kobalt-Kai, ja, okay. Wir brauchen bitte noch einen Chili-Burger. Hot Lava Chili-Burger. Hier oben war ja irgendwo... Ui. Erstmal hier zwischen den ganzen Scheigeis durch. Nein, 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 nein. Aua. Was ist das denn? Silberner Scheigei, den kennen wir gar nicht. Das macht gerade irgendwie Lust auf mehr. Ich will den verprügeln. Ich hau hier mal raus. Zwei große Hämmer und einen Stahlsprung. Wahrscheinlich viel zu overpowered. Das sind nur Shy Guys. Ja, der ist mit einem Hops, ist der schon im Eimer. Okay. Ei. Ei. Okay. Wie kriegen wir den denn bitte kaputt? Mit Feuer? Oder... Ich find's total blöd, dass wir hier keine Analyse haben. In den anderen Paper Mario Spielen hatte man immer einen Partner dabei, der Gegner analysieren konnte. Okay. Wie kriegen wir den kaputt? Ich habe jetzt mal einen Shy Guy genommen, aber wahrscheinlich kann der auch nichts machen. Oh, doch. Aha. Eigentlich ist das gar kein silberner Shy Guy, sondern einfach nur ein Shy Guy. Haben wir noch einen kleinen Sprung? Ein Seriensprung, ja, der reicht nicht. Nö, ich habe keinen kleinen Sprung mehr. Ja, dann kriegst du jetzt halt einen großen Sprung. Oh, scroll, scroll, scroll. Und nur, weil ich so einen Lava-Burger kaufen muss. Mann. 1, 2, 3, 4, 5. Geht doch. Ah, die silbernen Scheiger. Wow. Ich hab nichts gesagt. Ohne Ende Farbe. Ohne Ende Hammer-Upgrades. Finde ich super. Aber ich sehe gerade gar nichts. Irgendwie mussten wir hier nach oben. Ich sehe gerade gar nichts, weil die Sonne hier volle Kanne auf meinem Monitor steht. Sonne. Ach, Mist. Oh, nee. Heute war schlechtes Wetter angekündigt. Was soll das denn? Es steht die Sonne so auf meinem Monitor, dass ich echt überhaupt nichts sehen kann, weil sie mitten durchs Dachfenster... Wirklich, bei zwei ganz normalen Shy Guys, ist es dein Ernst, Mario? Die machen einen Schaden. Kann doch nicht sein, dass es da nicht schafft, wegzurennen. Ohne Flachs. Du hast so ziemlich alle Power-Ups, die es in diesem Spiel gibt, bis auf vielleicht die vom letzten Shy Guy.
Und dann sowas. Wir können die ja sogar einfach mit einem normalen Hammerschlag kaputt machen. Oh. Da ist noch ein Farblosfleck. Oder? Oder sieht das nur... Nee, sieht nur so aus. Ach ja, wo war denn dieses blöde Café? Oh nö. Danke. Danke. Das reicht mir. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Danke. Schade. Auch nicht. Das ist verbeult, das ist verbeult, das noch nicht. Nein! Kann doch nicht sein. Leute. War das wirklich so weit hinten? Ja, ich meine schon. Hier war noch irgendwo ein Herz, das möchte ich mir bitte mitnehmen. Schade eigentlich, warum hat man hier keine Abkürzung uns gelegt? Ich kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier an diesen blöden Zäunen verrecke. So, das ist verbeult. Das ist noch nicht verbeult. Hä? Das gibt's doch nicht. Ach, danke. Das war aber auch mehr als Schwein. Dankeschön. Und wir nehmen dieses hier. Nein. Ach, muss das sein? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt kein Interesse daran, gegen diese Ninja-Viecher zu kämpfen. Mario. Oh. Kann mir mal bitte sagen, bitte jemand sagen, wie ich das geschafft habe, als wir den Koboldkeim machen mussten? Das war der blaue Farbstern, sprich der dritte. Es kann doch nicht sein, dass ich da schon so gut war, dass ich das geschafft habe. Fuck. Eieiei, weg hier. Oh. Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Und Gott sei Dank sehen wir hier, welche Zäune schon kaputt sind. So. Und wir nehmen links. Nein, natürlich nicht. Ich wollte die Mitte nehmen. Ich wollte tatsächlich die Mitte nehmen. Mist. Und gegen euch möchte ich auch nicht kämpfen. Das ist so müßig. Ich meine, wir haben ja irgendwann mal an diesem Speicherblock gespeichert. Warum kann man uns nicht zum Speicherblock zurückschicken? Boah, klar. 60 Schaden. Ne, 45 Schaden. Unfassbar. Komm, Mario. Danke. So, da... Hier lang und weg. Ich hoffe, dass die Gegnergruppen jetzt auch mal wegbleiben. So. Wir kennen das bereits. Die verbeulten Zäune umwerfen. Nebenbei ein paar Herzen einsammeln. So. Hier ist ein verbeulter Zaun. Sehr schön. Und diesmal nehmen wir rechts. Danke. Gott sei Dank. So. Einmal speichern, bitte. Und jetzt müssten wir eigentlich an der Stelle sein, wo wir uns einen Burger kaufen können, oder? Einmal schön Hans im Glück. Ja, genau. Ach, Gott sei Dank.
Wo kann ich mir nochmal einen Burger kaufen? Oder haben wir den jetzt bereit immer noch im Inventar? Da würde ich ja jetzt echt schreien. Items. Wir haben eine Angelrute, aber wir haben keinen Lava-Burger. Ich will deinen Lava-Burger haben. Ach, da unten. Oh, Gott sei Dank. So, ich möchte bitte einen Lava-Burger. Ja. Danke. Nö. Nee. Okay. Frisch gestärkt werden wir in den nächsten Part gehen. Ich danke euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Auch wenn es hin und wieder ein bisschen langwierig war. Gott sei Dank ist der Part 20 Minuten lang. Ja gut, dann hoffe ich einfach, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, ja, wie gesagt, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis zum nächsten Mal, sage ich, keep gaming und ciao.